Hallo zusammen, wir spielen Sunkenland. Freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind aktuell im Startbildschirm aus folgendem Grund: Es gab jetzt ein Update, welches das Spiel etwas durcheinander gewirbelt hat, beziehungsweise sind einige Ausrüstungsgegenstände nicht mehr vorhanden. Aber das lässt sich ändern, indem man in den Spieleinstellungen die Beta-Version aktiviert und dort nochmal kurz in das alte Spiel, in die alte Version hineinwechselt, das Inventar in eine Kiste packt, beziehungsweise den Gürtelslot, den man hat, den dann komplett in eine Kiste packen, die Items, und dann wechselt man wieder zurück. Das habe ich jetzt getan und wir starten jetzt auch soweit neu, dass wir sagen, okay, wir behalten unseren alten Speicherstand, wir behalten unsere ganzen Rohstoffe, die wir gesammelt haben. Ich habe jetzt die Ausrüstungsgegenstände aus dem Gürtel in die Kiste gepackt und da geht's jetzt direkt weiter. So, wir sind gestartet und haben einzig und allein das Steinbeil in unserer Werkzeugleiste. Die Basis steht soweit. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob irgendwo was fehlt, aber es sieht erstmal gut aus. Es steht soweit. Ich hatte hier in den Kisten die Werkzeuge gepackt. Das war mir jetzt doch wichtig. Wir hatten ja die Metallaxt, den Schrotteisensperr schon hergestellt. Das sind beides wirklich gute, wichtige Werkzeuge. Dann hatten wir Verband drin, wir hatten die Fackel dabei und wir hatten noch die Cola-Dosen. Somit sind wir wieder auf dem alten, aktuellen Stand. Und ich habe jetzt einige neue News. Der Six hat da wirklich einen schönen langen Kommentar geschrieben, was ihm so alles widerfahren ist. Und eines, was ich jetzt auch nicht genau wusste, ist, dass selbst wenn man nicht auf seiner Insel sich befindet, die Mutanten kommen, die Insel, die Basis angreifen. Das ist natürlich ein bisschen riskant, ärgerlich, wenn dann Kisten vielleicht zerstört werden. Von daher würde ich da auch mal den Tipp vom Six befolgen und meine Basis hier oben auf dem Felsen bauen. Dann haben die Mutanten erstmal Probleme, hinaufzukommen. Wenn sie hinaufkommen, gibt es nur einen Weg und den Weg können wir dann auch, denke ich mal, besser verteidigen, besser mit Fallen ausrüsten und dann werden wir auch unsere Basis aus Metall bauen, aus Metallschrott bauen. Vorerst lassen wir erstmal hier unsere Plattform. Wir würden erstmal weiter looten gehen. Wir haben ja jetzt bessere Werkzeuge. Wir gucken auch mal, dass wir uns den kleinen Rucksack bauen, um einfach mehr Loot reinzubekommen. Ja, Punkt. Dann rufen wir mal kurz das Menü auf, schauen hier nochmal durch, ob vielleicht mit dem Update hier was Neues dazugekommen ist. Es sollte eigentlich nur ein Update sein, was die Ladespeicherzeit verkürzt und ich glaube ein paar Bugs beseitigt oder auch wieder reingebracht hat. So, den Sack. Wir brauchen Stoff, wir brauchen ein Seil. Das ist der heutige Plan. Den Sack bauen. Wir haben zwei Stoff und kein Seil. Doch, zwei Seile. Wir brauchen weitere Stoffe. Haben wir noch den Bauhammer. Die Axt, die können wir fallen lassen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben dafür die Metallaxt. Den Speer, Cola-Dose, Verband. Was Energie fehlt. Es ist 8 Uhr. Ja gut, jetzt können wir uns nicht aufs Ohr hauen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde tauchen. Gehen wir einfach mal eine Runde tauchen und schauen, ob das vielleicht sogar schon alles wieder aufgefüllt ist hier unten. Axt in die Hand. Gucken wir mal. Ja, was gab es hier? Wir hatten nochmal die Fahrzeuge gelootet. Da unten noch ein Haus. Ja, schaffen wir das? Auch habt ihr mir geschrieben, dass wohl jede Insel, die es gibt, bewohnt ist. Also das macht jetzt wenig Sinn, das wird eng, umherzufahren oder zu schippern und versuchen da eine Insel zu finden, wo man drauf bauen könnte. Einfach auf der Starterinsel bleiben und hier die Basis errichten. Komm, du schaffst das. Ja, leider ein bisschen Leben eingebüßt. Aber dafür haben wir drei Stoff erbeutet. Wartet mal, wir tauchen da aber direkt nochmal runter. Wir lernen nur etwas aus unseren Fehlern.
Ja, also der Plan ist jetzt erstmal die Tasche besorgen, die Basis aus Metall oben auf dem Felsen bauen, schön verteidigen. Und schnell wieder hoch. Oh. Guck mal oben gleich, was wir gelootet haben. Ich konnte es jetzt gar nicht so schnell mir anschauen. Ich habe einfach nur schnell alles nebengeklickt. Es ist wirklich sehr tief. Wir haben eine Blaupause, Bauplan, Motorboot, kariertes Sofa, ein Zippo-Feuerzeug, Wert 50, Spielzeugflugzeug, also eine Deko und eine Deko-Brieftasche. Also mit Dekoration haben sie es auf jeden Fall. Aha. Leider leer. Leider leer. Auch vor dem Hai sollte man jetzt keine Angst haben. Jetzt, wo wir unseren Metallspeer haben, da würde ich das wirklich mal drauf ankommen lassen. Wir brauchen auch die Haihaut. Für bestimmte Ressourcen. Wartet mal. Warum habe ich denn die vorher nie gesehen? Die Rotalgen. Ich habe die nie gesehen. Jetzt haben wir sie direkt hier vor unserer Basis. Auch komplett ausgeräumt. Ja, was machen wir da? Wenn das jetzt immer noch nicht nachgespawnt ist, Möglichkeit 2 wäre es, weiter rauszuschwimmen, einfach den Hai versuchen zu töten und dort zu looten. Ich habe jetzt das Boot leider nicht dabei. Ja, Priorität hatte jetzt erstmal der Stoff. Oh, hier ist Schrott. Das schaffen wir. Oh, Rotalgen. Verdammt. Heute sehe ich hier überall Rotalgen. Weiß ich gar nicht, ob das neu ist oder warum ich die nie gesehen hatte. Uhr 10:48 Uhr, das ist noch alles okay. Kommt mir sogar heute vor, als wenn die Uhr langsamer vergeht, die Uhrzeit, oder? Bezirk 43, ja. Gucken wir uns heute nochmal hier um. Wartet mal, wir haben da jetzt den Metallspeer. Das könnte sogar schneller gehen. Oh. Unser Freund, der Hai. Oh, der hat ganz schön zugehapst. Der hat ordentlich zugehapst. Macht man das jetzt? Nee, ich glaube, diesmal hat er uns nicht getroffen. Okay. Scheint dann wie bei Rev zu sein, dass man doch kurz vorher ausweichen kann. Ah, gucke, da haben wir ihn. Eifel schaut. Weg ist er, der Bursche. Kommt nur alle her. Oh, den nächsten Marlinfisch haut. Die anderen halten jetzt Abstand. So, trinke ich erstmal
Limonade, nee, wartet mal, wir essen die Lebensmitteldose, bringt Gesundheit plus 20, das können wir gebrauchen. Guck mal einfach hier. Ach, ich kann es nicht lassen, ich kann es nicht lassen. Eigentlich wollte ich hier runter. Da sehe ich gerade Muscheln am Felsen. Jakobsmuscheln. Oh, die lassen wir uns schmecken. Ja, wir sind voll. Kommen den immer noch mit. So. Haben wir erstmal heute genügend Fleisch, Marlinhaut, Haihaut besorgt. Bring das erstmal nach Hause. Wir haben dreimal Stoff und ein bisschen Loot. Wenn wir aber schnell sind, können wir nochmal zurück den Bezirk looten. Da hier ist ja erstmal Geschichte. So, das war in diese Richtung. Richtung Händler. Ja, voll. Also die Basis hier wird komplett abgerissen. Da baue ich jetzt nicht weiter. Die werden wir jetzt erstmal bloß als Zwischenbasis nutzen. Und wie gesagt, da oben werde ich dann eine komplett aus Metall bauen. So, die Algen. Dann haben wir Blaupausen, Dekoration, Nahrung. Nahrung kommt hier erstmal rein. Das Fleisch, das können wir jetzt, oder? Weil muss gar nicht, ja klar. Cola-Dose, die steckt. Ach so, und das war die Haihaut. Das war überhaupt kein Gummi. Das war Haihaut. Ah, die Degus, das nimmt langsam Überhand. Oder ich habe jetzt schon drei Dinge zu verkaufen, dass wir vielleicht doch mal demnächst noch mal zum Händler müssen. Einfach hier wieder ein bisschen Platz machen im Inventar. So, lass mal die Haut. Hier Essen nehmen. F. Und Essen hinzufügen. So, das esse ich. Trinken wir noch einen Schluck. Wasser trinken. F. Sehr gut. Das läuft auch wieder. Ja, ich weiß, das wird sich jetzt sicherlich immer wiederholen. Looten, looten, looten. Aber macht Spaß, gehört dazu. So, wir haben gesagt, Richtung Händler. So, in diese Richtung müssen wir. Nehme ich jetzt auch kein Boot. Das Stückchen schwimmen wir. Bezirk 43. 13% gelootet. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, sind wir. Ach, da sind wir ja schon da. Na gut, erster Schrott im Bezirk. Schon mal ein bisschen gucken. Zwei Schrotthaufen, die holen wir uns jetzt. Ein Fahrzeug haben wir noch. Eine Rotalge sehe ich noch.
Richtig schön wäre es natürlich jetzt, wenn man durch das viele Tauchen einen Skill-Level würde, könnte, wo man dann halt länger die Luft anhalten kann. Also zum Anfang ziemlich oft auftauchen und dann so im Laufe des Spiels immer mehr Lungenvolumen halten, dass man einfach länger unten bleiben könnte. Sowas mag ich in Spielen, dass man sich verbessert durch Aktionen, durch Dinge erledigen. Oh, das sieht nach Stoff aus hier, oder? Holzplanke. Holzsofa. Na, keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Und zum Auftauchen reicht es glücklicherweise. Ja, Holzhammer bekommen, Schrotthammer bekommen. Kein Stoff. Da ist eine Kiste. Zieht mich wieder mal magisch an, aber hier waren wir schon mal. Hier den Pöller, da kann ich mich noch dran erinnern. Da, einmal Stoff. Upsala, bin ich mal ein bisschen schnell. Das Auftauchen ist nicht so schön, wenn man gerade tief ist. Leuchtrakete wird geworfen um eine große Fläche Land oder sogar den Strand zu erhellen. Ja, wenn man sich's merken könnte, könnte man das wirklich bei einem Angriff machen. Einfach eine Leuchtrakete an den Strand, nee, von der Basis werfen. Oh, Stoff. Was? Oh, wir sind schon wieder voll. Aber es könnte sein, dass wir jetzt die 6 Stoff haben. Dann bauen wir uns erstmal die größere Tasche. Wir haben jetzt 2. Oh, ich weiß es jetzt nicht. Ich meine aber, wir haben 4 zu Hause. Wir kommen wieder. Und auch jetzt, wo wir wissen, wie wir mit dem Hai umzugehen haben, klappt das wunderbar. Braucht man nicht mehr so viel Angst haben. Etwas Respekt sollte man doch immer haben, aber ein bisschen Pech kann immer dabei sein. Mit Glück ist alles machbar. Na, komischerweise, hier sind die Bäume nicht wieder gewachsen. Den schlagen wir jetzt erstmal weg. Naja, Inventar voll. Auflegen wir erstmal hier. Holz auf. Essen. Holz hinzufügen. Und Essen hinzufügen. So, Stoff reichen. Gummi, Klebeband, Glas, Holzkohle, Erdbeersamen, Nahrungskiste, haben wir gesagt, die außen hier. Warte mal, nehme ich mit, etwas zu essen. Die eine Dose können wir hier drin behalten. Basam und das Fleisch, das tun wir halt jetzt nach und nach garnen, obwohl das können wir eigentlich auch hier drin behalten. War auch eine gute Idee. Den Wasseraufbereiter direkt unten separat hinstellen. Direkt am Wasser, vielleicht eine Kiste daneben, wo man dann den Eimer reinpackt. Und dann brauchen wir den gar nicht in der Basis haben. Einfach unten hinstellen, kann man was trinken, sich ein paar Flaschen füllen, die in der Basis schaffen. Macht ja auch mehr Sinn. So, wir wollten jetzt bauen den Sack. Herstellen. So, guck mal, es gibt sogar eine Sauerstoffflasche. Sehe ich das gerade? Den Sack. Warte mal, kurz überprüfen.
2, 4, 5 mal 3 ist jetzt unser Behälter. Ja, eine Reihe mehr. Das macht schon mal viel aus. Uhr, wisst ihr was? Wir legen uns jetzt hin, schlafen eine Runde. Dann sind wir erholt. Da haben wir aber nicht lang geschlafen, oder? 19.33 Uhr haben wir den ganzen Tag verschlafen? Nee. Dachte, man schläft jetzt hier die ganze Nacht. Gut. Was machen wir da? 19 Uhr, die Nacht hat ja gerade erst begonnen. Stockduster. Weißt du was, wir machen das mal ein bisschen hell. Indem wir jetzt mal hier so eine Fackel herwerfen. Sehen wir auch gleich mal, wie lange die überhaupt brennt. Hoffentlich, die steckt ja nicht zu Brand. So, da sehen wir erstmal ein bisschen was. Sack gebaut, Wassereimer gebaut, Tauchflossen gebaut. Angelrute gebaut, Taschenlampe gebaut, Spitzhacke haben wir noch nicht gebaut. Reparaturhammer ist gebaut. Armbrust habt ihr mir auch empfohlen. Soll wohl richtig gut sein. Stoff, Leder, ach, Rüstung. Rüstung. Muss ich mal kurz durchklicken. Markierungsflagge. Lebensmittelbehälter. Ah, würde ich jetzt gar nicht hier unten bauen. Metallregale. Verstärkte Barrikade. So, gucken wir mal. Schrottpanzer. Wir hatten... Ach, seht ihr, Mensch. Das habe ich vergessen zu speichern. Egal jetzt. Wir hatten doch eine Rüstung an. Wir hatten doch so ein Röckchen an, glaube. Wir hatten ein schönes Hemd an. Wir hatten uns den Schrotthelm gebaut. Machen wir das einfach nochmal schnell. Das habe ich jetzt vergessen. Bei dem Speicherstand rüber zu nehmen mit. Schrotthelm hergestellt, ausgerüstet, Schrottpanzer, ja, da fehlt uns wieder Stoff. Missionen, hat sich hier was geändert? Stärkte Strukturen. Hier freigeschalten. Ich hatte aber gerade geschaut. Ich habe die nicht gesehen. Weil ich wollte ja oben auf dem Felsen gerne bauen. Aber halt direkt mit verstärkten, mit Eisenstrukturen. Ach, hier drüben sind die. Ach, Mensch. Ja, sorry. Guckt. Gut, Metallfundamente. Können wir uns bauen. 5 Uhr? Wieso haben wir das jetzt schon 6 Uhr? Nee. 23 Uhr. Ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, 23 Minuten bin ich online und wir haben es jetzt 6 Uhr 7. Etwas durcheinander heute. Wollen wir noch mal schnell eine Lootrunde drehen? Das machen wir noch und dann fangen wir oben an zu bauen. Nehme ich das noch mal raus.
Jetzt haben wir ja erstmal Projekt 1 für heute erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, den Stoffbeutel bauen. Ja, die Uhrzeiten ist wirklich so. Das irritiert etwas oben. Und ich glaube, wir hatten eigentlich vorhin nur bis 18 Uhr geschlafen. Ich war da bloß 18 Minuten online. Ist denn eigentlich der Hai wieder da? Knapp, knapp. Ich muss hoch. Auch die Ausdauer ist so schnell unten. Aber wie muss man abpassen? Ganz genau. So, was haben wir denn eigentlich noch? Bin ich leicht vom Weg abgekommen, aber gut gewesen. Ah, wieder so viel Deko. Wahnsinn. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Das Ganze mit verstärkten Bauteilen mit Schrott zu bauen, das findet man wirklich hier. Was ich fast mehr wie Holz. Obwohl, Holz kommt ja nicht nur 1, 2 raus. Aber ist auch schon 22 Stück. Schwarzes Tanktop, das ist doch mal was. Ist schon mal besser wie nix. Bringt Rüstung plus 1. Sieht sportlich aus. Thank you.
Benzin haben wir gefunden, Komponenten haben wir gefunden. Rotalgen. Oh, wo haben wir denn die her? Lendenschutzhose. Angezogen. Sicherlich auch Rüstung. Ja, Rüstung plus 1. Der Schrotthelm plus 5. So, wo waren wir denn nicht? Da drüben ist noch eine Ruine. Hier waren wir jetzt durch. Da unten steht noch so eine olle Waschmaschine. Sehr gut, das gab Stoff. Gute Stoff. Hatte ich eigentlich auch schon erwähnt, dass ich jetzt herausgefunden habe oder durch einen Hinweis erfahren habe, dass die Mutanten und Gegner auch angreifen, wenn wir nicht zu Hause sind. Es kommt eine Meldung, ihre Basis wird angegriffen. Da ist es wirklich immer vorteilhaft, so gut wie möglich erstmal die Basis zu verteidigen, Verteidigungsanlagen zu bauen und sich vielleicht gar nicht so weit davon entfernen, dass man wirklich schnell da ist und da zurückschlagen kann, verteidigen kann. Oh oh, jetzt waren wir zu tief. Jetzt haben wir uns verplappert. Zahlen wir mit etwas Leben. Warte mal, wie weit sind wir? 52%? Okay, da gibt es ja doch noch mehr zu holen. Komm. Die paar Minuten machen wir jetzt hier noch. Gucken wir nochmal. Ach so, es gibt die Felsen. Da müsste ich mir erst die Spitzhacke bauen. Die können wir dann gar nicht looten. Könnten natürlich schon 50% sein. Was brauche ich denn für die Spitzhacke? Herstellen, komm, da können wir sie doch herstellen. Erstmal die Dose, Spitzhacke in die Hand und dann tun wir unten die Felsen anschlagen. 4 Slots haben wir noch. Das sieht jedenfalls aus wie ein abbaubarer Felsen, oder? Es ist einfach nur ein Stein. Es ist einfach nur ein Stein. Oh, es gab hier definitiv einen. Der hatte mich doch vorhin so angelächelt. Dort, dieser gelbfarbene. Das aussieht wie Schwefel. Und ein Fahrzeug haben wir auch noch. Nehmen wir erstmal schnell das Fahrzeug mit. Da, wer hätte das gedacht, dass da Schwefel drin ist. Aber Schwefel benötigen wir gar nicht. Ich würde jetzt erstmal auch nur einen Slot in der Lagerkiste wegnehmen. Zur Herstellung von Schwarzpulver verwendet. So, wir sind bei 56%. Bestimmt noch hier und da ein Fahrzeug. Regenwürmer. Zehn, 20, 30, 40, 45 Schrottmetall. Wir haben auch zu Hause noch in der Kiste
Einige Stacks. Gut. Auf den letzten Blick konnte ich da jetzt auch nichts mehr erkennen. Sind noch gut gefüllt. Dann würde ich sagen, war mal eine schöne Loot-Runde heute. Nächste Runde fangen wir an, dann unsere Basis zu bauen. Vielleicht tue ich noch mal ein paar Minütchen spielen, noch mal ein bisschen Loot zusammenholen, dass wir dann auch wirklich in der nächsten Runde wieder zusammen was bauen können. Etwas ist ja geworden. Wir haben uns auf jeden Fall heute den Stoffbeutel besorgt. Wir haben jetzt ordentlich die Taschen voll gelootet. Und gucken wir doch nochmal hier eben hoch. Hier geht dann der Weg nach oben. Genau, und dann hier oben Basis errichten. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Oder vielleicht sogar hier, dass man das über eine Art Etagenbasis macht. Wartet mal, wir können ja mal ein Fundament setzen. Einfach mal schauen, ob es überhaupt funktioniert, der Plan. Wir bauen das ja. Guckt mal hier, wird er wunderbar funktionieren. Das werden wir so machen. Und ich denke mal, das ist eine gute Idee. Unten als Wasser dann die Wasserdestillierer, die Verdunster hin. Und oben dann die ganzen Kisten in Sicherheit. Und hier unten, das wäre ja sozusagen hier. Guck mal, hier kommt man. Ah, hier würde man auch hochkommen. Das muss man halt verteidigen hier, diese Fläche. Aber ist eine Herausforderung. Ich denke, das bekommen wir hin. Und bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da, falls ihr da Tipps, Anregungen habt. Auch gerne schreiben, falls ich irgendwas falsch mache, übersehe. Gerne schreiben, ich nehme das keinen krumm. Kritik kann natürlich immer sein. Keiner ist perfekt. Und dann verabschiede ich mich. Macht's gut.